Mäh. Komm, mich versteht's. Servus und hallo, wir sind bei unserer dritten Tour rund um Tirschenreuth und heute geht es auf die liegende 8. Diesmal geht es an Gebäuden und Denkmälern vorbei, sowie an einem sagenumwobenen Fels. Viel Spaß mit meinem Kollegen David. Wie gerade eingangs erwähnt, geht es bei der dritten Tour hauptsächlich um schöne Landschaften, Naturwunder und Gebäude. Und während ich jetzt hier auf dem Radweg in die Tour starte, sei noch erwähnt, dass man die Tour auch teilen kann. Die Tour hat eine Form einer liegenden 8 und ab der Mitte der ersten Hälfte hat man dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fahre die zweite nicht mehr, sondern fahre dann direkt zum Ausgangspunkt zurück. Oder man fährt sie komplett, so wie ich es jetzt vorhabe, und hat dann am Ende 28 Kilometer auf dem Tacho. Jetzt hier den Fahrradweg verlasse und auf die Schotterpiste komme, möchte ich euch noch meine Eindrücke zur Fahrperformance und zum Fahrerlebnis vom Kelisuit 70 schildern. Hi Leute und willkommen zum dritten Teil von der Bike-Vorstellung zum Kelisuit 70. In diesem Teil möchte ich euch mein persönliches Fazit zu dem Bike näher bringen. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv von dem Bike angetan. Wie ich schon im zweiten Teil gesagt habe, es fährt sich durchs Gelände wirklich top. Es ist sehr stabil und robust. Daneben arbeitet die Schaltung sehr zuverlässig, präzise und gut und bietet eben auch in Bergauffahrten die Abstufung, die ich brauche, um jeden Berg hochzukommen. Daneben sieht es optisch einfach, wie ich finde, sehr schick aus. Also diese grün-schwarze Lackierung hat mir persönlich wirklich gut gefallen und macht auch einfach was her. Daneben muss man sagen, bietet es ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Für die verbauten Komponenten und das, was es kann und bietet, muss ich sagen, ist der Preis wirklich sehr fair gewählt. Und sollte doch jemand noch mehr Leistung benötigen, kann er auch noch auf das Kelisuit 90, welches dann einen Carbonrahmen bietet, ausweichen. Ich für meinen Teil muss sagen, also ich bin mit dem Alurahmen sehr zufrieden, einfach aufgrund der Stabilität und der Gewissheit, dass wenn man zum Beispiel auch mal einen Sturz hat, weiß, okay, man hat maximal eine Delle und das Bike ist nicht sofort kaputt, wie es bei einem Carbonrahmen, egal ob von Kelis oder anderen Herstellern, der Fall sein könnte. In meinen Augen eignet sich das Bike sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene und ambitionierte Fahrer, weil es eben einen breiten Einsatzbereich mit der Schaltung und mit dem robusten Rahmen abdeckt. Also wie gesagt, wer sowohl viel ins Gelände will, crossmäßig unterwegs sein will, kann das machen. Aber auch Einsteiger, die einfach die Sicherheit wollen und auch ein Bike wollen, was vielleicht mal den einen oder anderen Fahrfehler verzeiht, liegen hier richtig und werden ihren Spaß haben. In diesem Sinne wünsche ich euch, solltet ihr euch dafür entscheiden, auch viel Spaß mit dem Bike. Ich habe ihn auf jeden Fall gehabt und werde ihn auch weiterhin noch haben. Ja, hier sieht man, warum die Tour landschaftlich geprägt ist. Und die erste schöne Aussicht. Oder hätte eine noch schönere Aussicht, wenn es leider nicht so diesig wäre.
aber trotzdem auch so durchaus nicht schlecht. Anfangsteil der Strecke ist bis auf ein kurzes Schotterstück komplett asphaltiert. Anfangs eben am Radweg neben der Straße und jetzt hier auf der alten Bundesstraße oder was das mal war. Und lässt sich total entspannt und easy dahin gleiten. Der Asphalt ist vorbei. Jetzt wird geschottert. Aua. Am Wegesrand findet man ja immer wieder kleine Kapellen, teilweise auch mitten im Nirgendwo. Echt urig. Da hinten sehe ich jetzt was Tolles. Ein sagenumwobener Fels. Den gucke ich mir auf jeden Fall mal aus der Nähe an. Im Mittelalter sollen hier angeblich Hinrichtungen stattgefunden haben. Ich hoffe, dass ich keine abgetrennten Köpfe hier in den Spalten finde. Auf jeden Fall eine sehr imposante Geschichte, die man sich, wenn man die Tour macht, auf jeden Fall anschauen sollte. Und auch hier wieder ein wirklich schöner Wald. Bester Schotter, was will man mehr? Die Strecke ist wirklich reich an Abwechslung nach Asphalt und Schotter. Wir sind jetzt hier so richtig in der Wiese drin. Man sieht, es hat viel geregnet. Aber es geht nur, es ist wieder normal befahrbar eigentlich. Ein paar Regenrillen hat man. Vielleicht ein bisschen aufpassen. Auch nichts Dramatisches. Übrigens, sollte mein Schädel doch mal Bekanntschaft mit dem Schotter hier machen, dann bin ich durch den MTBE 2 von Casco bestens geschützt. Und dessen Features wird euch der Heiko in einem Einspieler noch näher erläutern. Einen Helm sollte man beim Radfahren immer tragen.
egal ob im sportlichen Einsatz oder einfach mal kurz schnell zum Bäcker um die Ecke. Ich möchte euch heute mal den Casco MTB2 vorstellen. Fangen wir mal mit der Passform an. Hier ist im Innenraum ein Netz eingespannt, das den Kopf umschließt und man nicht direkt die Schale berührt. So werden Druckstellen vermieden. Dadurch ist immer eine gleichmäßige Belüftung gegeben und man hat immer ein gutes Helmklima. Also er sitzt fest, verrutscht nicht und hat einen ganz angenehmen Tragekomfort. Zum Thema Sicherheit. Der MTB2 hat ein besonders tiefgezogenes Heck und dadurch einen erweiterten Schutzbereich am Hinterkopf. Die drei Schalen Bauweise verstärkt bei einem Sturz die wichtigen Stellen. Durch diese Bauweise wird auch das Gewicht gering gehalten. Also der Helm ist sehr leicht. Bei Nacht bietet der Casco zusätzliche Sicherheit durch reflektierende Farbstreifen. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist der Riemenverschluss. Hier hat man einen Haken, den man mit den Fingern gut spürt und so ohne großes Gefummel eingehängt werden kann. Auch das Verstellrädchen zur Größenanpassung ist fein justierbar. Das Helmschild ist achtfach justierbar, also sehr fein abzustimmen und besteht aus splitterfreiem Kunststoff. Optional ist noch ein Allwettercover für kalte und regnerische Tage erhältlich. Mega finde ich das Winterset, um das man den Helm für die kalten Tage erweitern kann. Die werden einfach über einen Druckknopf und drei Ösen am Helm befestigt. Das wärmt die Ohren und stört eben den Tragekomfort nicht, wie wenn man einfach eine Mütze drunter trägt. Der MTB2 ist in 6 verschiedenen Farben und 3 Größen erhältlich. Der Preis liegt bei 160 Euro. So, das war's mit dem Helm MTB2 von Casco und jetzt geht's wieder weiter mit dem David auf der Strecke. Jetzt hier entspannt nach Liebenstein ein und hier gibt es, glaube ich, irgendwo eine Burgruine. Mal gucken, ob ich die finde. Wald und Teich, wieder ein bisschen Wiesen und Felder auf Asphalt. Also wie gesagt, die Strecke ist wirklich schön zu fahren, macht durchaus Laune. Ich fahre jetzt die letzten paar Meter zum Hotel auf einen etwas anderen Weg zurück. Also die Strecke wäre allerdings auch nicht mehr lang. Man kommt da nochmal am Segelflugplatz vorbei. Aber auch hier, wie gesagt, sieht man jetzt auch ein bisschen schöne Landschaft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht hier in Tirschenreuth. Also super Gegend, super Leute, viele schöne Möglichkeiten zum Graveln. Mehr braucht man nicht. So, das war's mit unserer letzten Tour rund um die Kreisstadt Tirschenreuth.
Das GPS-Tracking findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Und ich sage dann ciao, bis zum nächsten Mal.